Hallo liebe Pokémon-Begeisterte, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Mystery Dungeon Team Blau, wo wir in der letzten Folge herausgefunden haben, dass wir uns wohl mit Zapdos anlegen müssen. Und ja, ich glaube, wir werden diese Folge nutzen, um uns ein wenig auf den Kampf vorzubereiten und ein paar Nebenquests zu machen. Guten Morgen, Jenny. Flap, fap, fap, fap. Flap, flap. Hallo, Pelipper. Blonk. Wir haben Post. Jobliste. Post prüfen. Hunger. Okay, das kenne ich doch alles. So, also. Stahlberg. Wir haben genau einen Job auf dem Stahlberg. Wie wäre es, wenn wir erst in den Stillklamm gehen, wo wir mehrere Jobs haben? Top-Elixier wird gesucht. Okay, wie viele Top-Elixier habe ich denn noch? Also dabei habe ich eins. Oh, warte. Normalrang. 45 Punkte. Boah, ich will den nächsten Rang endlich erlangen. Okay, wir brauchen noch einen Begleiter. Ich würde wieder im Elikit mitnehmen. Oder vielleicht mal Magnetilo? Komm, wir nehmen mal Magnetilo mit. Mal was anderes und nicht immer Elikit. Auch wenn ich Elikit tatsächlich ziemlich cool finde. Und die Weiterentwicklung. Okay, wir haben ein Top-Elixier dabei. Das dürfen wir also nicht benutzen bis zum U5. Und dann let's go. Ab in den Stillklamm. Ladybar. So ein süßes Pokémon. Sieht halt aus wie eine Libelle. Gehörte in der dritten Generation zu meinen Lieblings-Pokémon. Ich wollte. Wollte kurz gucken. Okay. Ja gut, Elektro. Hau ich weg. Alles, was so Flug. Typ mit bei hat, ist tatsächlich für uns hier kein Problem, da wir zwei Elektro-Pokémon dabei haben. Och nee, lass dich nicht vom Porenta fertig machen. Warum benutzt du denn kein Elektro? Kannst du mir das mal erklären? Junge, darum habe ich dich dabei, Magnetilo, weil du Elektro bist. Wurf-Orb. Den hat jetzt Magnetilo einfach so dabei. Okay. Meinetwegen. So, wir laufen über die Platte, dann ist Magnetilo wieder geheilt. Ich überlege gerade, was sehr effektiv gegen Elektro wäre, weil das wäre eigentlich ganz cool, als Partner dabei zu haben, wenn wir gegen Zapdos kämpfen. Auch wenn... Naja, Feuer und Elektro-Pokémon ist kein großes Problem mit einem Elektro-Pokémon haben sollten. Boden. Ich glaube, Boden ist so ziemlich das Einzige, was stark gegen Elektro war. Kann mich aber gerade auch irren. Schließe ich definitiv nicht aus. Bei Gestein bin ich mir nicht sicher. Gestein müsste halt theoretisch auch stark gegen Elektro sein. Wir brauchen das Rotgummi. Weil es wahrscheinlich
für Feuer-Pokémon ist, kann ich einfach den Apfel essen. Ich habe so viele Äpfel dabei. Gut, dann geben wir das Rotgummi an Feuerriegel. Mal gucken, ob ich recht habe. Feuer-Pokémon, ja. Geben. Geben? Es ihm das in die Hand geben? Oh. Okay, das war nicht, was ich wollte. Gib dir mal wieder eine Sehnebeere. Warum greifst du nicht zurück an? Lass dich doch von Poenta nicht hier heimlich fertig machen. Danke, Feuerriegel. So, und jetzt gebe ich dir das Rotgummi. Okay, ich bin total verwirrt. Essen heißt aber nur, ich kann auch nicht auswählen, wer es essen soll. Ich esse es einfach selbst. Geben heißt aber auch nicht, dass ich dem sage, hier, ess das. Also ich kann ihm eigentlich nicht sagen, hier, iss das. Was? Wir haben das Rotgummi verschwendet. Meinetwegen. Bam, 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 bam. Zapdos. Na, wahrscheinlich werden wir doch dann aber auch noch auf Lavados und Arctos treffen. Im Laufe des Spiels. Gut, dass Feuerriegel Feuer ist. Gegen Arctos gut. Gegen Lavados haben wir halt nichts sehr Effektives. Ich gehe im Kopf gerade einfach schon mal durch, welche Pokémon ich wohl im Laufe des Spiels noch brauchen werde. Damit ich die mir so ein bisschen heranzüchten kann. Als Teammitglieder. Gegen Lavados wäre halt tatsächlich ein Wasser-Pokémon echt gut. Aber an Wasser-Pokémon sind wir bisher noch gar nicht drangekommen. Wir haben zwar die Wassergebiete fast alle. Aber noch wirklich nicht groß was auf Pokémon getroffen. Okay, ich lerne Doppelteam? Was? Ich will nicht Doppelteam lernen. Vergiss einfach das. Warum sollte ich Doppelteam lernen wollen? Eine Attacke, die ich noch nie für nützlich empfunden habe, tatsächlich. Ich sollte Magnetino eigentlich auch eher eine Sinelbeere geben. Geben Magnetino, dann bekomme ich den Wurforb, was auch immer das ist. Mit den Orbs konnte ich bisher noch nichts anfangen. U5 oder U4? Es scheint U5 zu sein, wo wir hin müssen. Dankeschön für Riegel. Du regelst das. Oh Gott, wie viele Pokémon sind denn hier? Neben Kudox und Hornio dann auch gleich noch ein Sichler oder was? Boah, gehen wir nach unten. Schön, dass wir haben hier Hornio direkt paralysiert. Marco sollte eigentlich mit Pudox locker fertig werden. Wir benutzen mal Ruckzuckhieb. Yep, das reicht für Hornio.
Ruckzuck Hieb sollte hier auch funktionieren, weil das hat ja eine Reichweite von 2 Feldern. Gut, dankeschön. Oh, noch ein Hornio. Das ist aber toll. Dass mir auch noch direkt mein Item klaut. Ja, komm. Dann kriege ich zumindest mein Item zurück. Hornio Level 8 erhalten. Ich frage mich halt immer noch, ob die Pokémon sich auch weiterentwickeln, denn dann hätten wir die Grundform für ein Bibor nun dabei, was mega cool ist. Oh, Magnetilo, geh doch auf diese komische Platte drauf. Was ist dein Problem? Aber dass du mal Elektro einsetzt. Wow. So, wenn wir jetzt hier nach unten gehen. Danke. Die Steuerung der Bekleider ist manchmal ein bisschen sehr tricky. Oh, Pudox. Das Psychogenese oder so ein. Was nicht sehr effektiv ist, aber Magnetilo halb umbringt. So viel zur Effektivität. No. Du kannst doch nicht immer deine Sinelbeeren verwerfen, Marco. Was ist denn jetzt mit dir? Ich kann dir auch nicht alle paar Meter eine neue Sinelbeere geben. Auch wenn ich es mega süß finde, dass du dich so um die anderen kümmerst. Aber das läuft so nicht, Marco. Okay, den Apfel können wir nicht mitnehmen. Wir suchen jetzt den Auftraggeber, der das Elixier wollte. Ich bin so ein bisschen sehr vorsichtig in diesem Dungeon aktuell, weil das war der, der uns bisher am meisten Probleme bereitet hatte. Und ich möchte nicht wieder halb sterben. Ach, du bist Auftraggeber. Hunduchter oder Hundemon. Oh, komm schon. Hunduster, okay. Hundemon ist, glaube ich, die Vorentwicklung. Nee, die Weiterentwicklung. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielen Dank. Ja, gern. Nein, ich möchte nicht gehen. Gut, dass Sie zweimal nachfragen. Sie wissen schon, warum. Wir wären jetzt sonst aus Versehen aus dem Dungeon geportet worden, obwohl wir hier noch 2 Aufträge mindestens zu erledigen haben. Hier nach oben gibt es nichts. Jetzt müssen wir die Treppe wiederfinden, die sich heimlich versteckt in irgendeiner Ecke befindet und so heimlich macht. Weil man immer in die falsche Richtung geht. Einfach oben nach rechts hätte uns schon zur Treppe gebracht. Es ist immer dasselbe. Pudox hebt Geld auf. Oi, mein Geld! Fluchtwerk. So, Ruckzuck Hieb. Oh, nicht das Gift. Gift wird doch bei diesen komischen Feldern nicht geheilt. Oh, verschwindet es einfach irgendwann von selbst? Persifer. Oh ja. Schön, wir haben keine Persifäre. Hoffen wir, dass es irgendwann von selbst verschwindet, das Gift.
denn ich habe keine Heilung für Gift. Okay, scheine nicht mehr vergiftet zu sein, nachdem ich die Treppe benutzt habe. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt mit der Zeit zu tun hatte, das Gift schon gewirkt hat, oder mit der Treppe. Das Gift einfach bei Treppen verschwindet. Ich würde gerne noch mal gucken. Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob hier auch auf U6 eine Quest abzugeben war. Aber wir schauen einfach die ganze Ebene durch. Ich meine, so leveln wir zumindest ein bisschen. Anstatt, dass wir direkt in die nächste Treppe gehen. Die Treppe haben wir zumindest schon mal gefunden. Das wäre es jetzt, wenn wir jetzt die ganze Ebene durchsuchen. Und dann gibt es ja immer keinen Auftraggeber und ich hätte einfach die Treppe direkt nehmen können. Das ist einfach der Troll. Magnetilo kann fliegen, das ist voll praktisch, weil wir können halt nicht über diese Wasserpfützen gehen, aber Magnetilo schon. Leon, du nervst. Na, Quapsel. Stimmt, Quapsel haben wir als Wasser-Pokémon schon mal gefunden. Wo ist Hornio? Hornio steckt irgendwo fest. Okay, nice. Ja, ich weiß es nicht, ob Hornio jetzt stirbt oder nicht. Oh. Nervig, warum hat sich das denn so eigentlich gelöst? In der Gruppe. Hoffen wir einfach, dass Duflor wirklich nur Lockduft einsetzt. Ich kann Hornio gerade nicht abholen. Ich kann ihm auch keine Items zuwerfen. Nun. Das war's mit Hornio. Keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie trotzdem im Areal auf uns wartet oder ob es jetzt halt einfach wegbleibt, weil es schon vorher gestorben ist. Ich weiß aber auch nicht, warum sich das irgendwie selbstständig gemacht hat und in eine andere Richtung gelaufen ist, was ich irgendwie dämlich finde. Sehr dämlich. Ich meine immer nur was? Warum? Natürlich super, dass es jetzt tot ist. Magnetilo erreicht endlich mal Level 7. Das ist doch mal was. Mein Magen knurrt. Ich habe dir vorhin einen Apfel gegeben. Wie kannst du schon wieder Hunger haben? Das war gerade auch Battle der Noobs, oder? Wie Hornio nichts getroffen hat, aber auch Magnetilo nichts getroffen hat. Oh,
so viele Gegner hier. Ich will Pudox angreifen hier. Wir haben einfach alle irgendeine Statusveränderungen. Ist hier großartig. Hör auf, dich zu heilen, du Sau. Na, ja, ich glaube, das war das Duflo, das eben Hornio besiegt hatte. Darum hatte es auch die Bäre dabei, die Hornio ursprünglich dabei hatte. Okay, aber wir scheinen hier tatsächlich keinen Auftrag gehabt zu haben. Die Ebene wollte mich mal wieder trollen. Juhu! Nee. Das Einzige, was mich ärgert, ist tatsächlich, dass Hornio sich so selbstständig gemacht hat. Ich meine, ich verstehe halt nicht, warum. Jö, eine Zielebene. Aber dann soll es halt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich will das Top-Elixier dabei haben. Ich esse einfach den Apfel. So. Elixiere sind echt wichtig in dem Spiel. Die habe ich sonst nie so wichtig empfunden in den anderen normalen Pokémon-Teilen. Aber in dem Teil, ja, sehr wichtig. Paras besiegt, schön. Ich weiß halt nicht, wo unser Auftraggeber aktuell rumläuft. Wir haben zumindest die Treppe schon mal gefunden. Feuerriegel! Warum gehst du da nicht hin und hilfst? Da werden teilweise die Partner vermöbelt und ich versuche einfach nur, die anderen Partner hin zu manövrieren. Und bis ich die dorthin manövriert habe, sind die anderen Partner wiederum tot. Ja. Bisschen dumm. Phagia-Bäre haben wir, glaube ich, noch genug. Bin gleich tot. Schön. Beziehungsweise nicht schön. Ich sag ja, ich mag den Dungeon nicht. Es wird so richtig mein Hass-Dungeon. Da. Hut, Hut. Ich sehe dich. Lauf nicht davon. Natürlich bewegst du dich. Ab mit dir. Dann fehlt ja nur noch eine Mission. In diesem ganz furchtbaren Dungeon. Ich weiß, bestimmt mögen viele andere den Dungeon. Mir macht er irgendwie echt Probleme. Schade, Quapsel will sich uns nicht anschließen. Selbst schuld. Nicht, jetzt kämpft doch nicht. Oh Gott. Warum kämpfst du denn auch alleine gegen Hunduster? Bleib doch nicht einfach stehen und kämpf. Folge uns, dann hättest du dich gar nicht bekommen. Aber nee, du musst stehen bleiben, dich umdrehen, kämpfen.
Und dann bekommt es dich natürlich auch. Und tötet dich. Großartig gemacht. Wuhu, Magnetilo. Du bist der Beste. So, Marco. Du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Wir sind ein richtiges Team. So, U8. Wir haben hier keinen Auftrag. Ach, Janmar, nicht Ladybar. Warte, Janmar. Ladybar war der Marienkäfer, glaube ich. Auch so ein süßes Pokémon. No. Pokémon waren früher alle irgendwie süß. Mittlerweile gibt es da allerdings auch so richtig seltsame Exemplare von. Was macht denn ein Spezialband? Also wenn ich seltsame Exemplare sage, denke ich an dieses seltsame Müllmonster zum Beispiel. Ein Item zum Tragen, welches den Spezialangriff des Pokémon erhöht. Geben. Nee. Anlegen. Geben. So. Ich habe das Spezialband, damit dürfte mein Donner-Schock mir Schaden machen. So, Stillklamm U9. Es geht nur bis U10. Okay, gut. Ich wollte gerade schon sagen, entweder hier oder in der nächsten muss ja die letzte Quest sein. Plosivsam. Sine wäre. Sinebären sind halt echt wichtig. Die Frage habe ich bisher noch nicht gebraucht. Also werfen wir das einfach mal. Und nehmen dafür die Sine auf. Oh, was bist du denn? Orangegummi. Oh, nee, lassen wir einfach mal liegen. Keine Lust, noch mehr Äpfel zu futtern, die ich eigentlich gar nicht futtern möchte. Müsste. Weil ich. Die werden bestimmt auch nochmal richtig wichtig. Bibor. Ja, nice. Schließ dich mir an, Bibor. Okay, dann nett. Wenn du nicht möchtest, dann werde ich dich auch nicht zwingen. So, Geld. Geld ist immer schön. Hier ist die Treppe. Jetzt brauchen wir nur noch den Auftraggeber. Dann brauchen wir halt eigentlich auch die Treppe nicht, weil wir uns ja sowieso teleportieren lassen. Oder sollten wir noch mal gucken? Oder ich gucke noch mal, ob nicht vielleicht doch auch auf U10 eine Quest war und ich mich einfach irre mit den drei Quests. Ja, ich will Pupanze retten. Nein. Ja. Gucken wir mal, ob auf U10 auch irgendwas los ist. Kam jetzt du, Flor. Schön.
Okay, es gibt kein U10. Vielen Dank für das Beschaffen des Items Top-Elixier. Hier ist die Belohnung. Yay! 10 Ritterpunkte. Nice. Yay, wir haben den Bronzerang errungen. Juhu, endlich. Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung, Georock. Gut. Für die Georock-Box habe ich es jetzt nicht unbedingt gemacht. Das Top-Elixier zurückzubekommen ist allerdings nett. Ich muss dran denken, das gleich aus dem Lager zu holen. Und wir bekommen zumindest ordentlich Ritterpunkte. Und Geld. Waren wir heute nicht großartig? Lass uns Feierabend machen und etwas schlafen. Also bis morgen dann. Bis morgen. Und ich würde auch sagen, ich verabschiede mich von euch. Und sage bis morgen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich habe echt viel Freude mit dem Spiel. Und wow, was für Kindheitsflashbacks. Richtig cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschu tschu.